Herzlich willkommen zum Wochenrückblick der ersten Dezemberwoche, und die hatte es in sich, der DAX rauf und runter, also nichts für schwache Nerven, aber sehr volatil, insofern für uns eigentlich recht gut. Wir fangen an diese Woche mit dem Master Template am 3. Dezember. Hier Short Setup plus 0,25% von unserem Depot berechnet. Am 4. dann ein Short Trade, auch hier plus 0,25%. Der nächste Trade ist ein etwas älterer, den wir in den Gebring gebracht haben vom 27. Wir haben ja dort einen sogenannten Vola Stop. Der ist dann am 12.3. auch in den Gewinn gelaufen, und der letzte MT3 DAX für die Woche war denn dieser. Da sind wir besser reingekommen. Der Markt hat hier nochmal gedreht und wir sind hier rausgegangen mit plus auch 0,25%. Von den Swing Trades mal Euro-Britisch Pfund plus 0,25%, und wir haben zwei Trades im Audi oder drei Trades Audi-Schweizer Franken. Und hier Long Short, also einmal den Gewinn im Short-Bereich und den Verlust im Long-Bereich. Wir sind aber hier mit der aktuellen Position schon so weit vorne, dass wir also dieses Fehlsignal, wenn wir Long Short gehen, hier kompensiert haben. Gucken wir mal nach, wie es am Montag reinkommt. Wir haben uns für diese Variante Short entschieden. Dass die Trades, die auf größeren Zeitebene waren, und jetzt gehen wir ins Box Trading bzw. Open Range Breakout Trade rein, und da sehen wir hier, der erste Trade morgens ging dann in den Gewinn, und wer es dann nochmal wissen möchte, wir haben ja nochmal eine Mail rausgeschickt. Montag wäre es dann soweit, 500 Handelstage in Folge mit dem Eröffnungstrade um 8:54 Uhr im DAX. 500 Handelstage, das ist schon mehr als ein Rekord, das ist schon eine Nummer. Mit unserem Box Trading. Dann haben wir hier nochmal einen Trade gemacht. Diese zweiten und dritten und vierten Trades werden ja nicht gezählt, sondern nur der Eröffnungstrade hier in den Gewinn gelaufen. Und dann haben wir am vierten Eröffnungstrade auch im ersten in den Gewinn. Dann haben wir nochmal getradet, zweimal, dreimal. Und wir sehen hier ein, zwei, vierte Mal um die Big Number herum. Am vierten, am fünften haben wir nicht getradet. Feiertag in Amerika gewesen, vor Nikolaus noch. Und am 6. dann Eröffnungstrade getradet. Dann Big Number 1, 2, 3. Und wir haben hier den vierten Trade auch noch gemacht. Wir haben den mit einem kleinen Verlust geschlossen diesmal, weil der Markt zu lange gedauert hat. Und dann sehen wir hier, hat er dann ausgebrochen. Dann haben wir hier nochmal einen Big Number Trade gemacht, im zweiten in den Gewinn gelaufen. Und am 6. haben wir nicht gehandelt den DAX. Oder doch, Entschuldigung. Hier 6. Dezember, das war's, genau. Dieser Trade. So, dann gehen wir rüber in den 7. Am Freitag Arbeitsmarktzahlen, da haben wir nicht gehandelt. Wir hatten eine Blue Box im DAX, die wir getradet haben. Hier 22er Box. Wir sehen es hier auch, dieser in den TP. Ansonsten habe ich diese Woche weniger Blue Boxen getradet, hat mehr mit MT3 zu tun. Wir haben über 1% diese Woche plus gemacht, trotz auch der Position aufgrund Master Template Setups. Also es war okay. Ich wünsche euch allen einen erfolgreichen Start. Wenn ihr Lust habt, Montag 8:54 Uhr dann der finale Trade um den 500. Gucken wir mal, wie es läuft. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende noch, und wenn ihr Lust habt, dann bis Montag.